So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Together. Und zwar spielen wir heute Let's Play... Was heißt, wir spielen heute Let's Play Together? Wir spielen Euro Truck Simulator 2 in der Multiplayer Alpha. Mit mir, dem Marc, dabei ist der Timmy. Da ist er schon mit seinem LKW. Dann der Sterni. Mit seinem LKW auch hier am Start gerade. Und der Happy Tisha. Moin. Der ist noch nicht mit seinem LKW hier, das kommt aber auch gleich. Wir haben uns alle schon unsere Ladung geholt. Danny hat immer noch seinen Rückwärtsgang drin, wie man vielleicht hört. Voll nervig, Maus. So, ich mach meine Karre auch erstmal aus. Also und ich muss direkt am Anfang sagen, ich habe gerade die Bremsstrecke runtergesetzt. Nicht wundern, wenn mein LKW langsamer bremst. Ist ja nicht schlimm. Langsamer bremsen ist nicht schlimm. Solange er uns nicht jedes Mal reinhaut, ist alles gut. Boah, wir haben vorhin schon... Was? Hä? Guck erstmal nach, ob du eine Vorwahl nach Manchester hast. Wir haben vorhin schon versucht, Partner-Look-Lackierungen auszuwählen. Da ist der Happy Tisha. Hat leider nicht ganz so geklappt. Wir haben zwar alle versucht, die Lackierung zu wählen, die ich jetzt hier habe bei mir, wie man es hier sieht, mit den blauen Streifen nach oben, von unten links nach oben rechts und dann das weiße vorne vor. Das haben jetzt eigentlich alle. Es sieht im Multiplayer nur leider so aus, wie jetzt bei Tim hier rechts und bei Sterni da links. Na, Manchester. Kacke. Ja. Jo, da hab ich was. Ja, perfekt. Dann nimmst du die direkt. Cool, dann haben wir alle eine Fuhre nach Manchester. Ist doch geil. Da fahr vor. Wo steht mein Trailer? Das weiß ich noch hinten nicht. Da fahre ich vor. Wahrscheinlich hinten. Hinten rechts bei dir. Wir fahren oder alle schon Scania. Wir sind letztens, umgeändert von Scania auf. Von MAN auf Scania. Andere haben schon Scania gehabt. Jetzt haben alle einen Scania. Oh, einen Decker 1000 muss ich ziehen. Ist ja ekelhaft. Ja, ich habe einen 500er zu ziehen. Schon mal gucken, was wir das hier hinkriegen. Da hört man schon wieder dieses eklige Querzpiepen. Das ist im Multiplayer ganz schön nervig, wenn da mal eben so 20 stehen oder so. Sterni fährt schon vor. Ja, ich würde sagen, wir machen uns so langsam auf den Weg, ne? Und umläuft. Wir fahren jetzt hier geschmeidig im fünften Gang an. Genau. Und kann man auch schön Abstand zu mir halten. Ja, das sagt er mir jetzt, wo ich fast auf seiner, Dings da klebe. Fabi, fertig? Ja, ja. Fabi ist fertig, ja, ja, du kannst los. Gibt doch schon die ganze Zeit Hubsignale. Bremse habe ich jetzt nochmal nach eingestellt, weil ich wäre gerade in, auf dem Platz hier mitten in die reingefahren, Marc. Okay. Bin ich gerade hinter dir. Oder nee, nee, wo ich raufgekommen bin, wäre ich fast in Marc reingefahren. Jetzt dürfte nicht wundern bei der Aufnahme, ich fahre mit Lenkrad, das hört man vielleicht. Wenn das so ein bisschen vor sich hin quietscht, da ist was Feedback drin. Mal gucken. Das Klicken des... Das Klicken des Schalthebels müsste man aber auf jeden Fall hören. Ich fahre mit Momo Lenkrad von Logitech, genau wie der Happy Tisha. Ja, ja, das nehme ich auch. Aber mein Cousin hat mir geratschlagt, dass ich mir das holen soll, was er hat, aus Metall. Auch wohl richtig geil sein soll. Weiß jetzt gerade aber nicht die richtige Bezeichnung davon. Muss ich nochmal nachfragen. Ich hoffe, dass der Morgen noch bald ich hoffe, ihr habt alle getankt. Sonst müssen wir nochmal eben auf Toilette und dann reiten wir los. Ja, ich werde auch das Lenkrad nochmal zwischen stellen. Mhm. Oh, schön ein wenig Abstand halten zueinander. Nicht, dass wir wieder durch Multiplayer-Synchronisierungsbugs uns ineinander reinfahren und dann unsere Karren schrotten. Das haben wir ja auch schon mal geschafft. Das ist nicht ganz so witzig. Das ist ziemlich teuer. Ja. Weh. Kein Spaß. Dann weh in der Geldbörse. Oh ja. Also ich habe noch 4.885 Kilometer Sprit drin. Ich denke, das wird mir reichen. Ich für 3.700, ich würde voll. Ich glaube, 2.800. Ich für 2.240.
Na, ich müsste eigentlich auch von euch allen immer noch den dicksten Tank haben, ne? Wir haben alle, glaube ich, denselben. Ne, wir haben alle jetzt umgebaut auf eine Achse. Okay. Ist besser. Ist nicht so teuer mit Sprit dann. Na doch, Sprit ist dann noch teurer, ne? Weil du passt ja auch mehr rein. Ja, das schon, aber du kannst musst halt an der Garage tanken, dann ist es günstig. Ich habe für 1,24 getankt an der Garage, dann ist es wesentlich günstiger. Hm. Okay, gut zu wissen. Und ein Tipp von mir, direkt wenn ihr hier bei Dortmund immer auf die Autobahn rauf fahrt, zieht direkt auf den Mittelstreifen rüber. Mach ich mittlerweile auch ständig. So, einmal kurze Vorbeifahrtsansicht. Ah! In der Kurve, genau. Ja, das sieht gut aus, was du da machst. Ich hab grad direkt wieder... Ja, ich hab die Kurve nicht kommen sehen, das ist ein bisschen blöd. Blanke lässt grüßen. Was macht man nicht alles für die Aufnahme? Boah, Sterni. Ja, sag doch, halt Abstand. Ja, ich merk das gerade. Schön die Tempomat angemacht hier. Oh nein, da geht auf die Landstraße. Ja. Ja. Schick. Na, geht wohl auf der Landstraße. Wie lange ist denn die Tour überhaupt? Hat da einer dran gehabt? 843 Kilometer. Wie viel? 800? Okay. Ja. What the fuck? Also 18 Stunden Fahrt, Jungs, ne? Ja, gut, mit Fähre dabei, ne? Ja. Ja. Das ist cool. Das ist jetzt schon schick. Vor allem, das sind auch Touren, die da gibt es auch in relativ gut Kohle für, habe ich gesehen. Ja. Allerdings. Ich glaube, nicht gefragt. Hast du wohl. Ja, Timmy hat sich ja gestern auf den Duft gelenkt. Sterni achtet nicht aufs Geld, der macht's auch für weniger. Ja, 16.000 ist schon was. Nee, wir haben gestern so Touren gemacht, ey, da war ja noch nicht so weit, so 200 Kilometer, 350 Kilometer, da wie zu gesagt, so, Alter, bei 200 Kilometer wird mein Motor erst warm. Ja. Nee, kann doch nicht, kann doch, wir müssen doch nicht so, ja, mach. Tim ist ziemlich weit hinter mir. Sicherheitsabstand. Oh, da bin ich ja richtig mutig. Ich fahre richtig nah an Sterni auf. Ich würde es nicht so da machen. Die BAG hätte da ihre wahre Freude dran, wegen Mindestabstand und so. Jetzt halte ich mal ein bisschen mehr Abstand, dann geht das schon ein bisschen besser. Wie sieht denn das aus? Mal in irgendeiner Raststätte auf der Autobahn ein Foto machen oder so? Ja, können wir machen. Die Lackierungen sind leider defekt, aber... Wenn du eine Kamera mit hast, Sterni... Dann müssen wir dann nochmal gucken. Genau, steigen wir alle aus, stellen uns vor die Zugmaschinen. Na. Ist es bei mir auch am Regnen? Negativ. Bei mir ist es nicht am Regnen. Bei mir pisst es die ganze Zeit. Bei mir geht das dann gleich los. Ja, bei mir dauert es auch nicht mehr lange. Wir fahren auf jeden Fall in Richtung Regenwetter. Also ich hab Regen und schönen Nebel, also ich hab hier voll das Programm. Ja, das haben sie noch nicht synchronisiert im Multiplayer, das wollen sie ja auch noch machen. Ne? Wer auch Interesse hat, Euro Truck Simulator 2 Multiplayer ist ganz einfach zu finden, ets2mp.com ist die Webseite. Werde ich auch in die Beschreibung mit reinschreiben. Da ladet ihr euch mit eurem Steam-Account eine ganz kleine Excel-Datei runter, die startet dann den... einen kleinen Launcher, da sucht ihr euch den Server aus, US oder Europa, Europe oder United States. Empfehlen können wir euch aus persönlichen Erfahrungen eigentlich den US-Server, weil da ist nicht so viel los wie auf dem EU-Server. Der EU-Server ist immer brappelt voll, so mit 3000 Spielern. Und die fahrt ihr euch innerhalb von ein paar Minuten die LKWs kaputt, weil die total lächerlich fahren, die weiß ich nicht. Also es hat uns dann nach
nach einer gefühlten halben Million Schaden irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, auf den EU-Server zu fahren. Wir fahren jetzt nur auf den US-Server. Da können wir wenigstens in Ruhe mal eine Tour fahren. Mittlerweile sind wir vom Level, glaube ich, fast alle gleich weit, außer Stefan, der ist, ich weiß wie weit. Ja gut, Stanny jetzt nicht. Der ist nur Level 4, glaube ich, ne? 6. Ja, da bin ich auch gerade mit Stanny. Oh, da Level. Ist er aber schön reingefahren mit seinem Trailer. Stanny! Wow! Herrlich! Erstmal sagt ihr bitte, dass wir die Nässe raus müssen, ne? Ja, hat bei mir auch geklappt. Bist du ja richtig fein gefahren. Schön, gerade fast in Tim reingeknallt. Man muss die Bremsstärke doch noch ein bisschen umstellen. Ja, man sollte vorher eigentlich so ein paar Bremstests machen. Ja. Also wir haben gespannt, ob meine Rundumleuchten noch gehen, gleich bei dem Tunnel hier, wie ich das dann sehe. Ja, finde ich. Ja, die funktionieren auf jeden Fall. Also Stanis funktioniert. Ja, ich muss meine Augen haben, das ist eine schwere Last und fast eine Überlast. Ah ja, stimmt. Muss ich bei mir eigentlich auch. Was war denn das noch? U, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man das auch mit F4 machen. War das nicht O? O. Ja. Ich hab's bei mir umgelegt noch. Ja, hab ich an. Ah, sieht man auch direkt. Im Tunnel gerade. Kommt in der Farbe hinterher? Ja. Okay. Ich muss ja da fragen, du hast ja noch nicht so viel PS unter dem Arsch wie wir. Was hattest du jetzt gehabt? 320 oder was? Nee, ich mein 420er. 420 schon? Ja, geht doch noch. Also ist auf jeden Fall der zweite Motor im Scania drin. Ja, direkt dabei gekauft gehabt, als ich den hier gekauft habe. Okay. Weil der davor, der hatte mir wirklich zu wenig PS beim Streamliner. Da kannst du ja aufrüsten. Na klar. Aber jetzt 22.000 NS-Motor war, meine ich, Level 8. Das ist cool. Fuck. Voll geil. Ja, na das macht den Multiplayer dann schon aus. Mit anderen Spielern fahren ist schon ganz cool auf jeden Fall. Aber wie gesagt, auf dem US-Server ist das noch ein bisschen ruhiger. Da macht es mehr Spaß als auf dem EU-Server. Gott sei Dank ist er ruhiger. Auf dem EU-Server, ja. Auf dem Europe-Server, da ist so viel los. Da kannst du zum Teil gar nicht vernünftig fahren. Ja, wieder in den Talk, wo die Tabopo hatten, die Idioten. Ja. Oder wenn man in Amsterdam spawnt und noch nicht mal vom Spawn wegkommt. Da müssen wir ein bisschen mehr Abstand halten. Huch, ein bisschen mehr Abstand halten zum Sterni. Ich hoffe, wir schaffen die eine Tour in der Folge. Weiß nicht. Ja, ich auch. Geht schon ein bisschen ansonsten länger. Wird's die Überlänge, ist mir dann auch egal. Wir machen die Folge hier auf jeden Fall am Stück. Oder machst einen Cut dazwischen. Also du bist aber schon ganz schön, aber steh nicht dran, ne? Ja. Gut, ich seh dich. Also ihr seid bei mir mittlerweile so weit weg, dass ich euch manchmal gar nicht mehr sehe. Ja, ich hab die Rutsche schon was sagen. Ja, echt mal. Wollte ich auch gerade sagen. Ich hab auch gerade schon so im Rückspiegel geguckt, so ich so. Wo ist denn der Fabi? Hab ich mir gedacht, so, nee. Ja, man sieht die anderen natürlich jetzt nicht ganz so. Ja, da fahren wir jetzt erstmal auf den Sterni, aber. Dann machen wir jetzt auf dem Parkplatz. Machen unser Foto. Ja, können wir machen. Da müssen wir uns aber direkt vernünftig hinstellen. Da großartig rangieren tue ich mit dem Ding nicht. Also ihr seid circa knapp eine Kurvenlänge hinter vorne. Ah, man sieht hinten links im Rückspiegel, sieht man nicht. Tim. Ja. Guck, ich denke auch gerade in der Kurve, Tim. Machen wir die Lichttupe hier, guck. Ja, sieht man sogar so ein bisschen. So cool. Ja, das war das, was dem Euro Truck Simulator noch gefehlt hat, Multiplayer. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass durch den Multiplayer jetzt wieder und durch den Steam Summer Sale
hat er nochmal so einen kleinen Schwung erfahren, auf jeden Fall. Ja. Wolltest du jetzt tanken oder wolltest du jetzt Foto machen? Was wolltest du jetzt vor? Foto machen. Warum fährst du an einer Tanke vorbei? Warte jetzt, wohin jetzt? Das weiß ich auch noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo bist du denn? Da bist du. Okay. Also ich muss sagen, dann dank dem Summer Sale bin ich echt glücklich, dass ich mir das dann doch mal für 9 Euro, also 10 Euro gekauft habe. So, dann müssen wir mal eben gucken. Ja, man hört das Geklacke von dem von der Gangschaltung auf jeden Fall in Aufnahme. Habe ich gerade gesehen im Outer City. Das Geklicke hört man auf jeden Fall. Ja, gut, mein Gott. Ist halt so. Alter Vater, jetzt müssen wir mal einmal gucken hier. Weiter zurück, ja? Ja, ja, ist ja gut. Die ist ja auch nicht mehr zu helfen. Ich weiß. Alter, wer hat denn da diese Quietschhupe, die ich auch habe? Dann sterben. Oder? Wo wollte er denn jetzt hin? Das frage ich mich gerade auch. Also Sterni ist da. Ich habe mich extra gerade hingestellt. Ja, gerade im Sinne von Sterni gerade, oder was? Ja. Wahrscheinlich. Ich versuche mich mal parallel dazu hinzustellen. So. Motor aus, weil nervt sonst. Dann können wir auch mal ein bisschen was von draußen zeigen, unsere LKWs. Witzig finde ich, dass wir alle in Scania fahren, aber alle irgendwo unterschiedlich sind. Das ist cool, das ist cool. Ihr guckt sie doch an. Das sehen alle irgendwie anders aus. Warte, ich muss noch ein Stück vorsehen gerade. Tim hat jetzt schon keinen Rammschutz vorne mehr vor. Den hat er letztens noch gehabt, den hat er jetzt irgendwie nicht mehr. Nee, den habe ich wieder weggemacht. Den habe ich bei mir noch drauf, den lasse ich auch erstmal. Scheiße, meine Kamera reicht nicht so weit. Ja, meiner auch nicht. Jetzt hat er sich doch wieder einen Rammschutz vorne dran gemacht, du blöder Pisser. Warum habe ich meinen denn abgemacht? Ich habe den das zufällig dann später gesehen. Ja. Also ich habe mal... Ich mache mir auch wieder einen dran. Ich mache mir den auch dran. Ach, den ich mache meinen da jetzt dran hat oder was? Nö, mein kurz alten zwei wieder. Ja, ja, alles gut. Meinen alten wieder. Ich weiß, ich mach meinen extra ab, damit wir einheitlich aussehen und er macht sie wieder einen dran. Ich glaube, es hackt. Also ich habe meinen damals dran gemacht, weil du den auch dran hattest, denselben, den ich. Ja. Ja, eben. Mach ich mir dann auch wieder dran. Ja, Penner. Hörst du? Können ja ruhig verschieden aussehen, die LKWs. Ist ja nicht schlimm, finde ich sogar ganz gut. Der Marc, der muss bloß ein ordentliches Bild hinkriegen, wenn er uns dann hochlädt. Ja, ich hab jetzt. Ah, das geht. Wir machen das hier nochmal so von der Seite. So. Das sieht schon ganz gut aus, glaube ich. Da kann man auch mit arbeiten dann für die Mini-Grafik, für das Thumbnail. Das passt wohl. Denn jetzt? Was macht ihr denn hier jetzt? Habe ich jetzt auch ein Bild gemacht? Ich glaube wohl. Fertig. So, passt. Gut. Ja. Dann düse ich wieder los. Warte. Leute, jetzt kommt einer. Warte. Da muss ja erstmal jetzt der Happy Disha losfahren, weil sonst knallst du in ihn rein. Wenn du jetzt rumziehst rechts, knallst du auf jeden Fall in ihn rein. Borg, pass auf. Jetzt kommt's. Oh, wieder da. Ja, jetzt lass ich ihn doch vorfahren, ist doch egal. Ja, komm, nee, hat er doch geklappt. Kommst dann vorbei. Okay, ja. Ja, fahr du mal vor. Fahr du mal dann jetzt vor, Fabi. Dann komme ich und dann kommt Tim, weil sonst... Sonst macht das hier keinen Sinn. Ich muss mal gucken in den Aufnahmen, wie penetrant das mit dem Schalten ist. Vom Lenkrad hier. Du Geräusch jetzt. Ja, das Klicken hörst du auf jeden Fall. Das sehe ich schon in den Balken vom Outer City. Das muss man dann mal schauen. Oh, ist hier 50? Alter. Bremst mal, Jungs. Alter!
Wir haben Vorfahrt. Vollidiot, sage ich nur. Hast du geknallt oder was? Naja, nicht wirklich. Kurz gerammt, aber der nächste davon nach zieht auch einfach durch. Das ist so, dass wenn man die Verkehrsordnung nicht kennt. Straßenverkehrsordnung. Oder es kleine Kinder sind, die noch kein Auto fahren dürfen. Ja, die dann die Straßenverkehrsordnung nicht kennen. Ist klar. Zu schnell. 550. Niemals. Zu teuer. Scheiße, jetzt habe ich hier Ader. Jetzt können wir wieder Gas geben. Sehr gut. Klick, klick. Ich hoffe, es ist nicht zu nervig. Muss mal langsam Halt machen. Wieso kommst du nicht hinterher, oder was? Mit meinem Ding kommt er doch nicht hinterher. Bei dem kleinen Mann. Riesen-LKW. Ich mal bitte was rum. Okay. Aber du bist so, du hast doch auch 90 drauf. Passt doch eigentlich. Na klar, bloß durch den Bremser jetzt gerade hat Stanley natürlich Vorsprung gekriegt. Ja gut, das stimmt, das ist klar. Ja, bei mir landet da gerade ein Flieger. Und zu fuck. Ja, bei mir auch. Ah, da ist der Flieger, womit ich in Urlaub wollte. Boah, Stanley, kannst du wieder auf Gas drauf gehen, bin hinter dir. Bin ich schon. Okay. Jetzt ist Tim bei mir nur weg irgendwie. Ich sehe ihn im Rutsch. Ja, ich bin ein bisschen weiter hinten gerade. Alles gut. Ich komm schon hinterher, keine Sorge. Jo, okay. Gucken wir mal, wie gut der Tempomat ist. Ah, geil, der Tunnel hier. Der ist schick. Gucken, ob er die 102, die ich jetzt gefordert habe, dank dem Tunnel nimmt, aber ich denke mal nicht. Nein, der ist ja auf 90 begrenzt. Und ja, wir fahren mit Begrenzern und ja, wir wissen, dass man sie auch ausschalten kann, aber wir wollen realistisch fahren, so weit wie möglich natürlich. Ergo fahren wir mit Begrenzern. Man macht den Begrenzer raus und hält sich dann mit seinem Fuß daran und tritt nicht das Gas total durch. Kann man natürlich auch machen, um noch ein bisschen Restleistung zu haben, das ist richtig, aber... Oder andere fahren heimlich ohne Begrenzer und überholen den anderen einfach mal. Beziehungsweise Nordhem. Ich weiß nicht, wovon du redest, keine Ahnung. Die nächste rechts runter, Jungs. Das ist gleich rechts Kurve. Habe ich gemerkt daran, dass du geblinkt hast. Vorbildlicherweise. Ab zum Europort. Jawohl, hoffentlich ist da nicht so viel los, weil da ist immer ganz gerne mal was los. Stanley, du brauchst nicht zu hupen, da war Vorfahrt achten, der war schon okay. Nein, ich hab gut den Boah, unerwartet gut die Bremse, ey. Ja, muss ich sagen, ich meine jetzt gerade auch. Jo. Oder ich muss das Geschalte so ein bisschen überkommentieren, dann klappt das nämlich auch, dann funktioniert das wohl. Dann welche machst du? Ach, ständig hast du oben auf dem LKW Vorderblinklicht oder sowas? Man sieht's. Vorderblinklicht? Ja, Vorder- und Rundumleuchte. Hab ich auch drauf. Hab ich auch drauf. Ich noch nicht. Tja. Auch nur die ganze Zeit bei mir. Boah, das sieht geil aus. Viel hintereinander. Voll gut. Ja, das ist schon echt schick. Das auf jeden Fall ordentlich war. Also das macht schon richtig Spaß, finde ich. Auch wenn es jetzt nicht so aufregend ist. Es geht. Ich hoffe, dass am Europort nicht so viel los ist. Sehen wir gleich. Guck
50. Erstmal bitte sagen, zu bremsen gehst. Da muss ich gucken. Wieso guck? Du musst schon vorausschauend fahren. Schon mal was von gehört? Ja, tu ich, aber manchmal sehe ich das nicht im Bremslicht an. Im neunten Gang ist ein bisschen schlecht. Das war ein bisschen weit ausgeholt. War besser zu weit als zu knapp, so wie Fabi jetzt. Der holpert nämlich mit seinem Trailer mal ganz gerne auf dem Bordstein rum. Wo müssen wir denn eigentlich zur Rübe fahren? Auf Hüll oder Harwich? Das ist eine gute Frage. Wenn man sich das gemerkt hätte, ne? Ich hab's mir nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Nimm mal den, der weiter oben liegt, also mehr im Norden. Das sieht so geil aus, ne, mit den vier LKWs hier. Aber wenn du noch im Norden ankommen, ist das schon richtig. Ich hab noch Standardreifen, ja, ich hab noch Standardreifen. Du hast deine Rundumleuchte aber nicht an. Doch. Nein, warum leuchtet die bei mir nicht hinten bei dir im Hänger? Doch, die leuchtet aber bei mir. Ja, okay. Ja. Vielleicht. Ich sehe es nicht bei mir. Moment, wartet, ich fahre noch runter. Oh, ich mach mal aus hier, den Motor. Oh, jetzt fällt er vor. Ja, yeah, Sterni ist ja gerade schon weg, jetzt kann ich vorfahren. Ja, Sterni muss nur sagen, wenn er. Da ist aber gerade einer gekommen, ist. Da ist gerade einer gekommen, der steht direkt vor dir jetzt. Hoffentlich kommt er dran vorbei mit seinem Trailer. Nicht so richtig. Ja, geht schon. Ständig bist runtergefahren? Ja, geht schon. Ja. Fahrt ruf! Jo, bei uns gibt's was zu mümmeln. Oh, ich bin auch runter. Danny, falsche hinterher? Straßenseite. So, wo sind wir jetzt hin? Nach Harwich oder was? Ja. Okay. Bin ja in England. Yeah. Harwich. In der Zeit, wo wir hier eben nochmal alle warten, bin ich nochmal 2 Sekunden weg. Okay. Ihr seid schon runter oder was steht ihr jetzt da hinten raus oder wie? Wir sind schon auf der Straße. Rechts oder links runter? Links runter, weil rechts geht's nicht weiter. Nee, links geht's auch nicht weiter. Nein, ich bin falsch abgebogen. Fuck! Können wir nicht immer eben kurz warten und ein Päuschen machen? Eben halt futtern, machen, ja. Wegen Futtern und so. Dann packe ich nämlich mal eben hier. Mal eben gucken, ob ich hier das gewendet kriege. Da, ganz ja, komm ich auf den Bordplatz. Ganz vergessen gehabt, dass ich noch Kaffee hatte. Also, boah, das klappt so gerade. Ja. Ja, Timmy, ich folge dir. Ach, Stanny, ich folge dir dann mal einfach. Ja, ich auch. Ich komme auch mal zu euch. Ich hoffe, ich finde euch. Dann machen wir gleich mal kurz das Aufnahmepäuschen. Seid ihr jetzt schon links runtergefahren oder links? Ja, links zu rechts. So, ich bin mal eben am Futter anklicken, Alter. Jo, guten Appetit. Jo. Moin. Auf dem Parkplatz, also seid ihr aus dem Hafengebiet schon raus oder was? Ne, wir sind die, bevor es weiter geradeaus geht, sind wir die Nässe direkt wieder rechts reingefahren. Ich fahr jetzt schon auf den Kreisverkehr zu, ne? Ey, das ist zu weit. Ja gut, dann hello, kommen wir people. Gleich einmal rum. Hey, Stefan, Mahlzeit. Dann müssen wir einmal durch den Kreisverkehr und einmal zackig wenden. Wird er zurück? Ne, wird läuft. Kriegen wir hin. Aufnehmen. Euro Truck Simulator 2 Aufnahme mal im Multiplayer. Herr Stenny, du kannst hier drauf fahren. Fahr hier drauf. Nee, die sind verkehrt gefahren. Warum verkehrt? Der Tim, der wollte sich auf den Parkplatz stellen. Ja, fahr mal hier links rein einmal. Ich muss erst mal gucken, wo ihr jetzt seid. Wir sind
Also ihr seid aber noch am Hafen, oder was? Ja, ja. Sicher. Ihr seid am Kartenhafen. Was? Was seid ihr denn auf eurem Server? Mach mich nicht schwach, US. Seid ihr nach Hull gefahren oder zu dem nach anderen? Nach Harwich sind wir gefahren. Nach Hull? Oh, ja, alles klar. Okay, ja gut, da muss ich nochmal... Oh, fuck, jetzt... Pass auf, Stenny, ich dreh hier mal eben kurz. Tim ist sich jetzt hier hingestellt. Hier stehen noch vier. Alter Vater. Aus zwei... Ach, guck mal, die Lackierung geht. Im Multiplayer. Die sieht auch cool aus von dem Schwarzen hier. Da müssen wir nochmal gucken gleich. Gut, dass man hier so viel Platz zum Wenden hat. Nach Hull? Ja, nach Hull. Okay. Bobby, wo willst du hin? Ja gut. Ja, ich will mich doch nicht direkt in den Spawnbereich darstellen. Ach, nehmen wir uns gleich Spawnbereich, im nächsten Teil der Aufnahme. Ja, im zweiten Teil, würde ich sagen. Egal, pass auf, ich hier stehe. Zwei im Multiplayer in der Alpha. Bis dahin. Tschüss.